Irgendwann sind halt alle Mütter gef***t, ne? So. Da gibt's halt, man kann sich immer tausendmal das Gleiche erzählen. Das wundert mich auch immer noch, wie das immer wieder funktioniert. Ich meine, es geht nur um das Gleiche, die ganze Zeit. Warum bringt man da nicht jeweils ein Album am gleichen Tag raus? Ja, wir haben das so ein bisschen unabhängig voneinander für uns geschrieben. Eigentlich mit Neon Schwarz ja total aktiv gewesen, was zu tun gehabt. So. Parallel halt, wir haben unsere Sachen geschrieben und dann haben wir beide gemerkt, dass wir unerwartet ein Album zusammen fertig haben, aber halt wir unabhängig voneinander geschrieben haben. Deswegen, das war jetzt dann nicht so die Option, das auf eine Platte zu packen. Und da wir gerne zusammen auf Tour gehen und ungern alleine auf Tour gehen, dachten wir, dann lass das doch, also so ganz alleine halt so, ja. Wenn wir Bock drauf haben, weil wir das früher auch zu zweit gemacht haben, dann lass es doch alles schön parallel legen. So. Und man kann sich unsere Platte zusammen im Doppelpaket günstiger kaufen zum Beispiel. So. Aber vielleicht ziehen wir uns auch die Käufer weg, keine Ahnung. Ja, wäre auch irgendwie doof gewesen, wenn einer bringt es und dann drei Monate später kommt das andere Album, dass man sich da gegenseitig so das Wasser abgräbt oder irgendwann jemand müde ist auch so. Irgendwie war das dann so, auch als wir uns mit dem Label zusammengesetzt haben, wie können wir das cool machen, so war dann die Idee, okay, wir hauen das einfach an einem Tag raus. So, ne? Du hast gesagt, dass es nicht vereinbar wäre auf einer Platte. Nee, das nicht unbedingt. Also ich glaube vom Stil und Themen und so weiter auf jeden Fall. Aber wir haben ja sehr für uns alleine geschrieben, so parallel zu unseren ganzen Neon-Schwarz-Sachen, die sonst so liefen. Und deswegen ist das einfach so parallel recht unabhängig voneinander entstanden. So. Es ist ja eine Mischung aus, also als ich das so in der Vorbereitung ein bisschen durchgelesen habe, überlegt habe, ist eine Mischung aus, ja, eigentlich eine ganz gute Idee, weil es ist eh alles so, passt zusammen, dann kann man das auch gemeinsam machen. Auf der anderen Seite aber genau der Gedanke, den du auch hattest, dass man sich eventuell Käuferschichten oder so wegnimmt. Ihr werdet ja im Team und mit allen Leuten drumherum auch diese Für und Wider abgewogen haben, oder? Ja. Ja, genau, und, das ist und was waren da so die Kernpunkte, die dafür gesprochen haben? Das an einem Tag rauszubringen. Ja. Also, wie ich auch meinte, so, dass es irgendwie dann schwierig wäre, dann ein paar Monate das Album und das andere zurückzuhalten und dann kommt das. Das fand ich immer. Ich fand es irgendwie dann. Aber das ist ja der Promopunkt, das ist ja der erste. Aber dann ja, aber auch so, als ist irgendwie so auch irgendwie schlüssig, harmonisch zu sagen. So, wir waren früher halt irgendwie echt vor 7, 8 Jahren in den autonomen Zentren irgendwie unterwegs. So. Zusammen sind dann zusammen den Weg mit Neon Schwarz gegangen und hauen jetzt zusammen wieder Platten raus. So. Ich finde das irgendwie so als eine Story, die uns beide halt verbindet, so an sich auch schlüssig. Ja, irgendwie glaube ich am Ende doch, weil es. Also die Fanbase ist schon ja also relativ autark. Also die wird in sich geschlossen ja euch beide auch kennen, oder? Merkt ihr Unterschiede, dass der eine den anderen Mann nicht so als Solokünstler wahrgenommen hat? Wenn ihr das ist schon ziemlich ähnlich. Ja, ne? Große Überschneidung, ja. Irgendwie ist ja auch cool, dass wenn zwei Leute aus einer Crew dann nochmal ein Soloalbum und das an einem Tag, also das macht schon Sinn, finde ich eigentlich. Als Doppelalbum hätte es auch funktioniert, denn wenn man sich's anhört, ja, dann wird es auch, glaube ich, also ich glaube, es würde auch nicht so. Also es geht vom Stil nicht so weit auseinander, nee, genau, dass man es das gar nicht auf eine Platte fangen könnte. Ne? Ja, genau. Das stimmt. Ja. Wie geil wäre es gewesen, wenn Marie Curry auch noch ein Album gemacht hätte? Ja, warum nicht, ist die Frage. Ja. Die Arbeit bestimmt, heimlich und dann. Weil dann, weil sie so erfolgreich wäre, dass Neon Schwarz dann am Ende wäre, weil sie dann alle noch sie buchen würden und dann. Hat sie es zurückgehalten. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, dass wir mit Neon Schwarz ja auch jetzt nicht irgendwie aufhören, sondern dass er weitergeht. Ja. Und deswegen ist glaube ich auch ganz cool, das so pointiert jetzt zu machen. So. Im Herbst kommen die Alben, dann gehen wir auf Tour bis zum Winter und dann wird sicherlich auch wieder Neon Schwarz Thema sein. Ja. Seht ihr so einen Unterschied in der Arbeitsweise? Du hast ja eben gesagt, ihr habt komplett unabhängig voneinander geschrieben und das klingt fast so, als ob ihr auch gar nicht mitgekriegt habt, wie weit der andere und was er überhaupt gemacht hat und so. Ist das dann ein bewusster Schritt, sich einfach komplett abzugrenzen von dem ganzen, was man dann zusammen macht? Also in der Band bist du halt immer, ja, das ist ja so der Vorteil von der Band, dass vier unterschiedliche Meinungen, man muss alles ausdiskutieren, kommt irgendwie was Spannendes bei raus, weil du unterschiedliche Positionen dann so hast. Auf der anderen Seite wird natürlich auch alles ausdiskutiert, das dauert länger. Und wenn man, wie gesagt, wir haben ja vorher nicht geplant, dass es wirklich gleich ein werden, sondern wir hatten einfach Bock zu schreiben und haben, während wir zum Beispiel mit Neon Schwarz auf Tour waren oder da das Album rauskam, habe ich zum Beispiel im Urlaub total viel einfach so für mich geschrieben. Und das ist natürlich eine andere Herangehensweise, so das für sich selber zu machen und mit niemandem abstimmen zu müssen. So. Habt ihr die gleichen Erwartungen an so ein Solo-Projekt wie an das, was, keine Ahnung, an Neon Schwarz? Sowohl ja, inhaltlich als auch. Nö. Nee. Also, so Neon Schwarz hat er. Also, nee, also, das ist echt ein ganz anderes. Deshalb konnte man auch vielleicht noch viel freier jetzt die Solo-Sachen machen. Da habe ich überhaupt gar nicht. Also, es ist schön, wenn es erfolgreich ist und irgendwas Cooles passiert, aber es ist nicht davon abhängig, es war wirklich mehr für einen selbst. So, ne? Und bei Neon Schwarz der Druck dann schon ein bisschen höher also mittlerweile. Ne? Also da spielen wir ja schon die großen Festivals und waren einmal in den Charts oder sowas. Ne? Da steigt dann natürlich der Druck auch. Vielleicht auch ein Grund, mal wieder Solo-Sachen zu machen, einfach so frei.
rauszuschreiben und auch persönliche Sachen zu behandeln, die man vielleicht in der Band nicht so behandeln kann oder so. Ne? Ja. Wie seht ihr denn beide so euren Weg? Also ich habe das über die Jahre immer so ein bisschen mitbekommen, habe immer so auch den einen oder anderen Release. Ich glaube, ich habe mir, als ich eine Diskografie angeguckt habe, glaube ich, nicht alles immer gehört, aber schon immer so viele Dinge davon mitbekommen. Und es ist ja schon teilweise ein recht langer Zeitraum und in dem macht man ja auch eine eigene Entwicklung durch. Und da gibt es ein paar Zitate, die ich mir noch aufgeschrieben habe, aber erstmal von euch allgemein. Wie seht ihr so die Entwicklung in den letzten vielleicht 5 bis 10 Jahren, die ihr selber durchgemacht habt? Ich glaube, so grundsätzlich sind wir so ein bisschen neben der Hip-Hop-Szene parallel geschwommen. So, ne? Also ist interessant, dass du es schon mitgekriegt hast, dass es uns da gab, so, aber es haben sich auch viele, glaube ich, lange Zeit nicht für uns interessiert und wir waren so echt in so, wie ich eben meinte, so autonomen Jugendzentren unterwegs, so, das war so unser Anfang. Und da passierte aber auch Hip-Hop-mäßig viel, da wurde irgendwie auch Graffiti gemalt so, und wie gesagt, gab Hip-Hop-Jams und so und hatte, glaube ich, immer so ein bisschen diesen Moralapostel-Zeigefinger-Touch so, was vielleicht irgendwie viele abgeschreckt hat oder so. Und irgendwann gab es dann so diesen Punkt, da haben wir so ein Kollektiv gegründet mit Tick, Tick, Boom, wo dann irgendwie so linker Rap so ein bisschen breiter vielleicht wahrgenommen wurde. Und Neon Schwarz speziell war dann, glaube ich, so sehr so ein bisschen festivaltauglicher oder halt für ein paar mehr Leute zugänglich so. Und ab da hat sich dann so ein bisschen was geändert, dass wir quasi mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben. So. Qualitativ sind wir natürlich besser geworden. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz logischer Prozess, ja. Je mehr man macht. Ja. Also wenn man gewisse Talent und Liebe für Dinge hat, dann entwickelt sich ja automatisch die Stärke noch so ein kleines bisschen raus. Ja. Aber du bist ja, also nicht, keine Ahnung, im Prinzip, also dein Name läuft mir ja auch seit, was ist das, so viele 100 Jahren in der Stadt immer über den Weg. Ja. Ja, das war schon irgendwie, das Entscheidende ist natürlich schon irgendwie Neon Schwarz oder was am erfolgreichsten dann geworden ist. So. Hätte 10 Jahre früher passieren können gerne, aber es ist natürlich geil jetzt und es ist auch irgendwie spannend zu gucken, wie es weitergeht mit Neon Schwarz vor allen Dingen. So, ne? Ja. Aber da muss man doch die eigenen oder die eigene Identität so ein kleines bisschen, wie soll man sagen, verändern ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber man muss sich ja schon den Gegebenheiten und den Spielfeldern so ein kleines bisschen anpassen. Es macht ja auch, ist auch cool, sich zu verändern. Also so, ich glaube, das ist ja langweilig dann immer das Gleiche. So meinst du in der Band oder was? Nee, ihr selber für den Gesamtkosmos da draußen. Okay, ja, klar. Das ist auch spannend. Also so, oder zum Beispiel, dass Marie Curie in der Band ist so, und die singt irgendwie, das war für uns auch plötzlich was Neues. So, und dann ist man auf so einer musikalischen Ebene, arrangiert man sich erstmal so und dann aber merkt man auch, okay, das ist ganz cool, da lerne ich was von oder gehe andere Wege oder halt nicht so starr in so ein Hip-Hop-Konzept fest oder so. Das stimmt, also, ja, auch als Neon Schwarz anfing, On a Journey, so ist ja so einer unserer ersten Hits gewesen, wo mit Neon Schwarz ein bisschen bekannt wurde. Da war ich noch so, dass, das könnte ich bringen, das ist so poppig. Ja, da war ich noch auf so einem Hip-Hop-Film so irgendwie und dann irgendwann, warum eigentlich so? Ich meine, die wollten wir eigentlich runterwerfen von der Platte. Ne? Ja, das war echt so die Überlegung. So, ne? Ja, aber warum kommt dieser Gedanke und warum ist er dann weg? Also eigentlich sehr so ein Scheuklappendenken, so ich muss jetzt diesen straighten Hip-Hop Boom-Bap-Kram machen und alles andere gefällt mir nicht. Also eigentlich für der Quatsch, ich bin jetzt auch nicht zuletzt auch durch Neon Schwarz viel offener auch allen Musikrichtungen gegenüber geworden, was mich völlig bereichert. So. Also ich höre echt gar nicht so viel Hip-Hop zu Hause, sondern auch ganz viele andere Sachen. So. Also, freut mich voll. So. Und trotzdem steckt bei uns so, also auch Neon Schwarz halt irgendwie vielleicht mehr Hip-Hop drin, als es an andere denken. Oder wenn manche sagen, das ist vielleicht irgendwie Pop-Rap oder so. So die ganzen Elemente, so wie Graffiti und so, das findet bei uns halt ständig statt. Und das ist halt das, wo wir herkommen, das findet sich meiner Meinung nach in den Texten und so immer wieder. So. Das ist ganz interessant, weil es ja im Prinzip auch alles in einer Zeit dann so entstanden ist und dann auch sein Spielfeld gefunden hat, also was Neon Schwarz angeht zum Beispiel. Als Hip-Hop selber geschafft hat, sich so, also dann Rap, die Rap-Sparte selber, sich so ein bisschen musikalisch zu öffnen, dank dem, was Casper, Materia oder so daraus gemacht haben und dann auf einmal Genregrenzen durchbrochen haben. War ihr vorher frustriert davon, wie ihr in der Hip-Hop-Szene und dann vielleicht auch medial wahrgenommen oder nicht wahrgenommen werdet? Als Neon Schwarz? Nee, davor auch und mit Neon. Ich meine, Neon Schwarz ist dann ja irgendwann egal, wenn du gute Festival-Slots hast. Wir reden ja hier im Prinzip mit den beiden Einzelkünstlerpersonen. Also es gab schon manchmal so dieses, so, ey, warum? Wir fühlten uns ja schon so als Teil der Hip-Hop-Szene, aber weil wir so politische Themen hatten, wurden wir immer so ein bisschen, oh, das sind so, das wollen wir nicht. Irgendwie fühlte man sich immer so ein bisschen ausgeschlossen. Das hat einen schon so ein bisschen genervt. Andererseits finde ich diese Außenseiterrolle auch ganz gut manchmal. Ne? Ist ja nicht alles gut sonst. Vielleicht will man gar nicht so unbedingt dazugehören. Muss man sich auch fragen, warum überhaupt so. Ne? Also macht man einfach sein eigenes Ding. Seht ihr euch denn an 2017 als Teil von der Hip-Hop-Szene? Ja. Grundsätzlich ja. Ja. Und was ist die Hip-Hop-Szene für euch?
Ja, wie du meinst, das hat sich halt so ausdifferenziert, so, ne? Und es wurden halt ja gewisse Grenzen aufgestoßen, deswegen können ja auch viele Leute ihren Platz dran finden. Also das, wir haben jetzt auch nicht unbedingt Bock, in dieser Schublade Zeckenrap so irgendwie zu sein oder so, das ist uns halt auch ein bisschen nervig auf lange Sicht so. Aber deswegen, dadurch, dass es diese ganzen Subgenres gibt und so, finde ich total, also. Ja. Das ist eigentlich echt voll die gute Entwicklung in den letzten Jahren, ne? Wie breit das geworden ist, dieses Feld. Also. Das führt dann natürlich aber auch dazu, dass es so breit ist, wenn wir dann angucken, was medial erfolgreich ist und was, also an sich rede ich nicht von Hip-Hop-Media, sondern insgesamt oder Social Media weiß, also für Fanbasis, die großen Erfolge feiert, ist im Kern ja dann vielleicht sogar fast mal ein bisschen Schmerz dafür, das, was ihr als Grundwerte in euch getragen habt, als ihr angefangen habt, oder? Also versteht ihr, was ich meine? Ihr selber seid bereit, euch einen Schritt weiter zu entwickeln, vielleicht die eigenen Grenzen aufzustoßen, nicht mehr in die harte die Antifa oder wie hast du es genannt, Zecken-Ecke selber so und dann Schlüssel zumachen, Tür zu und dann, also man ist selber bereit, sich zu öffnen und dann sieht man, wie, keine Ahnung, bis hin zu großen Sexismus-Debatten, die über Rap geführt werden, im Prinzip alle Grenzen gesprengt werden und ja, also man öffnet sich eher musikalisch, nicht die Werte oder Inhalte, die würde ich jetzt, das hat sich ja nicht verändert, so, ne? Ja. Das verurteile ich noch genauso wie in der anderen Zeit auch eigentlich. Also so Sexismus-Sachen oder sowas. Ich frage deshalb so ein bisschen darauf rum, weil ich auf dem Hip-Hop-Camp jetzt gerade war und das ist ja dann eher so dann wie der, das Eiland so für Boom-Bap, für Untergrund-Rap aus Deutschland und da kommen sie dann auch immer alle so ein bisschen zusammen und habe da sehr interessante Diskussionen darüber geführt, über Hip-Hop, über Werte und ob man sich selber mit seinem musikalischen Werk eventuell von Hip-Hop entfernen muss, weil es einfach mit den eigenen Werten nicht mehr übereins geht. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit gedacht jetzt. Aber wenn man wie ihr aus einem sehr politischen Kontext dann kommt und das auch sehr hochhält und dann im Prinzip heute so dieser, wie heißt das, dieser Party, ich gebe einen Scheiß auf alles, Rap so vorherrscht und hart gefeiert wird. Ja. Wie weit fühlt ihr euch davon entfernt? Also, welchen meinst du genau? Also jetzt, wir können anfangen bei, keine Ahnung, das, was 187 Straßenmann machen, Farid Bang, Kollega, Bushido, bis hin dann zur jungen Generation, die alle einen ziemlich lockeren und Turn-Up-Sound machen, Rin, UFO 361. Das nicht wie so, Younghorn. Dass es unkritisch quasi ist, oder? Ja, genau. Klar, inhaltlich, glaube ich, unterscheidet uns da ziemlich viel so. Also ich höre mir einiges von denen, ich höre mir das auch ganz, ganz gerne an so. Oder feiere ich jetzt rein musikalisch aus so Rap-Aspekten oder so. Aber klar, inhaltlich irgendwie teilweise distanzieren wir uns von sowas irgendwie oder sagen so, auf solche Frauenbilder haben wir keinen Bock oder das so Homophobie im Rap und so, das geht halt für uns weiterhin nicht so. Aber trotzdem irgendwie, ja, man sieht sich auf Festivals, man findet vielleicht in den gleichen Social-Media-Bereichen statt oder so. Also so, es ist halt da, aber das ist halt immer diese Ausdifferenzierung, die ich jetzt eher positiv sehe. So. Aber wir sagen jetzt auch nicht, das ist alles scheiße, nur Gott, und wir sind hier die Weißhandel mit Löffeln gefressen haben. Ja, aber ich finde es auch so. Technisch sind die auch teilweise wirklich sehr gut. So. Und dann ärgert mich das manchmal, wenn ich das höre. So. Und dann, warum müssen die so eine Scheiße labern? So, ne? Ihr seid doch gut genug, so. Ihr habt es nicht nötig. So, ne? Also ich muss keinen Namen nennen, so. Aber... Du hast mich gerade dazu gezwungen, sehr viele Namen zu nennen. ich hab versucht, das zu beschreiben. Ja, ja, okay. Ich verstehe. Ich finde gerade, was Sexismus angeht, dann kommt ja oft das Argument, ja, ist aber ein Teil von Hip-Hop und ist ja nicht so gemeint. Warum? So, also da muss man das halt ändern. So. Manchmal wäre es auch geiler, wenn sich irgendwie so Wut oder irgendwie sowas anders kanalisieren würde. Ne? Also so, wir haben ja immer quasi, wir haben so einen Ansprechpartner, Adressaten irgendwie, dass wir sagen, irgendwie hier politische Sachen oder gesellschaftliche Umstände, so darüber regen wir uns auf. So. Denke ich mal, wäre doch geil, wenn ihr auch das irgendwie in die Richtung mal pushen würdet oder so. Ne? Also wenn man sagt, mir geht's scheiße oder mein Leben ist kacke. So. Seht ihr dann auch das Problem, dass Rap im Prinzip so unpolitisch ist? Ja, zumindest ist es halt schon heftig, wie viele erfolgreiche Alben es gibt, in denen wirklich ist völlig unkritisch, nur Autos, Frauen und so weiter, dieses Party-Life so abgefeiert wird und aber es Ticken. Gibt und also so, da denke ich, es ist so unglaublich viel gibt es davon, was auch so unglaublich erfolgreich ist. Da denke ich schon, das wäre schon geiler, wenn das ein paar andere Sachen mit drinstecken würde. Ich glaube, es wird es auch immer gehen, aber es ist dann wiederum auch wirklich sehr viel besser geworden. Guck dir Antilopen, Fatoni und so, alles sehr gute Leute. So. Und das ist ja auch schon riesengroß geworden. Also insofern könnte man sagen, okay, es ist eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, so ehrlich gesagt. Ist ja meistens so ein Spiegel von der Gesellschaft. Was Hip-Hop und dann Rap so ein bisschen darstellt. Und da finde ich halt schon,
Also es ist ganz interessant, dass große politische Parteien gerade immer davon erzählen, dass sie einen unheimlichen Zuwachs gerade in dieser Zeit haben, dass sich immer mehr Leute politisch aktivieren wollen und vor allen Dingen aus der jungen Generation. Ja. Die Welt, in der wir uns gerade befinden, ist halt schon, brauchen wir nicht drüber zu reden, also beängstigend wahrscheinlich. Oder wird gerade nicht besser so. Ja, ne? Genau, wenn ich mir heute Morgen wieder durchlese, was Donald Trump gestern alles erzählt hat. Ja. Und dann ein Staatspräsident von woanders wieder irgendwelche Drohungen ausstößt und so. Da finde ich es halt unheimlich wichtig, dass zumindest so ein kleines bisschen Stimme erhoben wird. Ja. So, jetzt ist, wir sind ja alle, ich glaube, du bist auch aus Hamburg, ne? Ja, genau. Wir sind alle drei aus Hamburg und haben mit G20 jetzt nochmal ein Ding hier in der Stadt gehabt, das, glaube ich, das immer zum Extrem gezeigt hat, in welche Richtung es gehen kann. Ihr habt gespielt da, ja. Auf der Welcome to Hell. Ne? Könnt ihr mir aus eurer Sicht mal so beschreiben, wie diese Tage so an euch vorbeigegangen sind? Okay, also im Vorfeld schon Tage vor dem Gipfel fand ich es halt krasse Polizeipräsenz hier so im Viertel und man hatte nicht mehr so richtig das Gefühl, dass man so als freier Mensch auf die Straße gehen kann. So. Also ich finde, es hat sich, von da fing es eigentlich an, dass sich so ein bisschen so hochgekocht hat. So. Irgendwie als es anfing, dass Leute hier nicht zelten dürften und irgendwie Bullen Zelte abgebaut haben, so dachte ich, okay, jetzt so, es wird irgendwie eskalieren, es schaukelt sich hoch. Wir haben ein Konzert gespielt an dem Donnerstag auf der Demo, so. Das war alles super so und ich glaube, es wäre sehr cool gewesen, wenn diese Demonstration hätte laufen dürfen. So. Das war, glaube ich, von Anfang an von der Polizei nicht gewollt, sonst hätten die Wasserwerfer nicht in die Richtung gezeigt, dass sie so in Richtung der Demospitze zeigen. Und ja, und dann ist halt im Endeffekt natürlich schade, wie so dann die Bilder von irgendwie brennenden Barrikaden und Autos und so dann alles halt bestimmt haben danach. Ne? Also an sich finde ich es halt voll geil, dass halt super viele Leute, 100.000 Leute hier waren und so ein deutliches Zeichen gesetzt haben, wenn solche Arschlöcher herkommen so, und sagen, so eine Weltpolitik können wir nicht mittragen, es gibt deutliche Zeichen, auch ein bisschen ausdrucksstark, sag ich mal so, das muss schon sein so. Klar, und einige Sachen sind halt scheiße gelaufen und das ist dann das, was dann nur noch so hängen bleibt. Das ist ja halt das, was mir entkommt. Aus deiner Sicht? Finde ich auch, ja. Also das ist das größte Problem im Nachhinein so. Ne? Also man könnte erstmal von vornherein, was für eine Scheiße und Wahnsinn es ist, zu wissen, was passiert und es trotzdem in so einer Stadt zu machen. Ich wohne auch da in die Ecke von Messehallen. Es war schon vorher die ganze Zeit an jeder Ecke irgendwelche Polizei. Ich muss meinem Sohn die ganze Zeit erklären, warum die hier stehen. Nichts zu tun. Nee, und die dann, dass am Ende dann alle drüber, nur noch drüber reden, oh, da haben 30 Auto gebrannt, was irgendwie scheiße ist, aber letzten Endes geht es da um Entscheidungen, die so die mächtigsten Menschen der Welt da getroffen haben. Da wurde gar nicht mehr drüber geredet. Das ist traurig auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ist das dann sinnvoll, was passiert ist, oder ist es... Ich meine, das ist so das Gegenmodell, dass irgendwie nichts passiert so und es einfach so ruhig hingenommen wird, geht ja auch nicht. So, also deswegen, ich finde das schon gut, dass so viele Leute zusammenkommen, dass es auch wütende Zeichen gibt. So. Ist natürlich die Frage, wo steckt da halt irgendwie Strategie auch hinter? So, war das vielleicht so von Anfang an so, vielleicht ein bisschen so angedacht? So, das hätte man sicherlich auch in Szenarien sich vorher ausmalen können. Hätte man vielleicht auch als linke Szene ein bisschen besser sich darauf vorbereiten können oder so. Für mich wäre es immer wichtig, irgendwie so einen Sinn dahinter zu sehen oder so ein Ziel. Und das sehe ich bei so brennenden Kleinwagen auch wirklich nicht. Also was soll es so, ne? Was willst du damit erreichen? Wen willst du damit überzeugen? So? Es war ja wohl klare Symbolik, die da geschaffen werden sollte, ne? Dass man eine Stadt zum Brennen bringen kann. Zumindest habe ich es so wahrgenommen. Ja, ist natürlich ein schmaler Grat so, ne? Aber irgendwie halt so, dass man da nicht total pießig hingeht und hier nur kurz irgendwie eine Trillerpfeife rein tutet und dann wieder nach Hause geht und dann war es das und dann hast du deinen Protest gegen G20 und Kapitalismus gemacht. Das ist auch, das natürlich auch, geht irgendwie auch nicht. Oder ist schwierig, so stelle ich mir auch schwierig. Ja. Deswegen haben wir auch gesagt, so diese Demo, die halt von dem Aufruf klar antikapitalistisch war und schon so ein bisschen kämpferisch war, die unterstützen wir und spielen da unser Konzert. So. Aber an sich war jetzt die Demo auch nicht ausgelegt, irgendwie ein Gewaltakt zu sein, sondern es hätte eine Demo geben sollen. Da wären sicherlich Leute vermummt gewesen, die hätten die Vermummung auch nicht abgenommen, aber auf der anderen Seite, was ist daran so schlimm jetzt? Also muss man dann deswegen gleich Leute am Kopf knibbeln. So. Ja, also, du hast glaube ich, auch auf dem aktuellen Album gerappt, ich laufe weiter mit dem schwarzen Block. Ne? Mhm. Fühlt sich das nach dem, was dann passiert, ich gehe mal davon aus, die Leid ist wahrscheinlich vorher entstanden, so. Ja. Fühlt die sich dann danach, nach dem, was dann politisch da passiert ist, so ein bisschen anders an? Ich frage, was ist der schwarze Block? Das sind Leute, die sich als Aktionsform so eine schwarze Kapuze aufsetzen. Darunter stecken ja Menschen so. Ja. Viele von denen sind cool, da stecken auch Idioten zwischen, klar. So. Ja. Das ist meistens so im Leben so. Und die Leute, die ich kenne, die so linke Politik machen und auch sagen, schwarzer Block als Aktionsform finden wir gut. So, das sind Leute, die zu denen stehe ich so. Und ich selber beteilige mich auch an einer Demo gegen Nazis, wenn die rumlaufen. Dann begebe ich mich auch lieber in so eine Gruppe rein, als dass ich hier irgendwie so piesig rumlaufe. Oder so. Ja. Deswegen, also. Da stehe ich auch weiterhin zu.
Aber es war wohl so, dass wenn man jetzt so, irgendwie die Tage danach, wenn du mit einer schwarzen Regenjacke durch die Schanze gelaufen bist, dass du böse angeguckt wurdest von den Leuten. So, ne? Also das Bild von diesem sogenannten schwarzen Block ist natürlich jetzt nicht das Positivste gerade. Ja, und ich guck mal, da stelle ich mir eine grundsätzliche Frage. So, das ist schwierig zu formulieren. Gerade bei so einem Thema muss man auch immer sehr mit den Worten aufpassen, weil ich auf der einen Seite genauso der Meinung bin, dass man, genau wie du es gesagt hast, dass man Protest einfach äußern muss. Dazu leben wir in der Demokratie. Und ich finde auch, dass auch eine gewisse Art von lautem Prozess und starkem Engagement mehr als die berühmte Sonnenblume in der Hand und die Trillerpfeife wahrscheinlich auch sein muss. Obwohl ich grundsätzlich der Meinung bin, dass Gewalt nie eine Lösung ist, aber das ist vielleicht noch eine ganz grundsätzliche Frage. Dass dann aber da Leute etwas gemacht haben, was kontraproduktiv zu den eigenen Werten steht und dann, wie du jetzt auch hier im Prinzip stehst und Dinge zu erklären musst. Ja. So. Muss man da an der Stelle jetzt versuchen, wieder dagegen zu steuern, auch musikalisch, inhaltlich? Weil ich habe gerade das Gefühl, dass dieses Bild von dem bösen Linken jetzt schon benutzt wird, um also auch da eine Pauschalschelle zu verteilen. Also auf jeden Fall, ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen Image wieder aufpolieren, ne? Ja. Aber ich bin es auch irgendwie leid, immer mich zu, also für, also wir hatten öfter in Interviews dann so, wir brennen in Autos kurz danach dann auch so, und dann, wovon soll ich mich distanzieren? Ich habe das nicht gemacht. So. Also das ist immer gleich, alle Linken befürworten das. Ne? Man sich ja, aber genau darauf will ich ja hinaus. Ich will ja nicht, dass du dich jetzt davon distanzierst. Ich möchte mir Gedanken darüber machen, wie man damit umgeht, weil jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Und wir wissen alle, dass Hamburg ganz normal weiterläuft und dass die, von mir ist 50 Autos, dass die alles in dem Moment kacke, aber jetzt am Ende auch alles von irgendjemandem bezahlt wird. Ja. Du siehst in der Schanze nichts mehr außer eine ausgebrannte. Also das, ich kann die Geschichte dazu erzählen. Ich war auf dem Splash und ich fahre hier am Mittwoch, glaube ich, weg. Ja. Ich krieg so die ersten Demonstrationszüge noch mit, weil ich mich vorbereitet habe, nicht mehr in der Lage, zu der einen Demo noch am Mittwoch zu gehen, die so schön piesig mit den Beginnern und Sammy Deluxe auf dem Wagen da war. Dann bin ich losgefahren, dann habe ich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag das Splash mitgemacht und komme am Montag wieder und die Stadt sieht so aus wie vorher. Ich sehe keine Polizei, ich sehe keine Sperre, ich sehe keinen Müll. Die Bürger haben schon wieder alles sauber gemacht. Das ist auch schon wieder, ich habe das alles nur über die Presse mitgekriegt und ich war entsetzt und ich war auf dem Splash 4 Tage mehr damit beschäftigt, mit auf dem Handy zu gucken, was in meiner Stadt passiert ist und wie sauer und ärgerlich ich darüber war, über die Scheiße, die da passiert ist. Ja. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass man aufstehen muss und sich wehren muss gegen... Gerade jetzt irgendwie muss mal irgendwas passieren, so langsam. Ne? So, also man fährt ja voll gegen die Wand, alles läuft gerade so. Irgendwie, ich finde auch, es muss einfach mal irgendwas passieren. So, ne? Aber ich hab auch keine Lösung. So, nee, das ist nämlich, glaube ich, die Ohnmacht. Und wenn dann der kleine Fiat Punto von Mutter Tina alleine zu ihrer Mutter brennt, die dann morgen ihr Kind nicht mehr in den Kita fahren kann, da war ich einfach sauer. Das finde ich da keiner geil, ne? Ja. Das meine ich, das willst du damit überzeugen. So, ne? Genau, aber das ist halt auch das Ding, dass bei 100.000 Leuten halt auch ein paar Idioten dazwischen sind. Das kannst du ja nun mal so, und ob man dann die ganze Linke pauschalisiert, irgendwie dann so da Knüppel rauf jetzt hauen muss, ist die Frage so, ne? Also, ja. Jetzt hast du vorhin, oder ich weiß nicht, ob das schon gesagt habt, oder ich muss mich kurz so sammeln, aber auf jeden Fall, diese Grundtenor besteht ja nicht mehr ganz so in dieser Ecke zu stehen, sondern sich auch ein bisschen zu erweitern, musikalisch vielleicht auch nicht immer nur die ganze Zeit über Politik zu rappen. Das habt ihr, glaube ich, immer geäußert, sicherlich. Irgendwann, ne? Scheint mir langweilig auch, ne? Ja. Ja. So, also, irgendwann sind die Themen durchgekaut. Doch. Ja, aber irgendwie ist es doch jetzt gerade wichtiger denn je, oder? Ach so, ja. Also letzten Endes, wenn ich so drüber nachdenke, ist es unsere Platte ganz schön voll damit, beide. So, ne? Aber manchmal vielleicht auch eher jetzt mehr aus so einer persönlichen Ebene. Ne? Und wir benutzen nicht mehr so, weiß nicht, zum Beispiel nazifreie Zone, wie wir damals wirklich nur Nazis aufs Maul, wir blockieren den Nazi-Aufmarsch. Ja. Sowas machen wir halt nicht mehr. Ne? Nicht mehr so direkt, sondern vielleicht so ein bisschen um die Ecke oder ein bisschen persönlicher, so, glaube ich. Also sind die kleinen Themen, die uns beschäftigen so oder die jetzt auch noch brennen, teilweise dann gerade jetzt präsent sind so. Und dann ist ja die Aufgabe des Künstlers vielleicht, das dann auch mal dann wieder von der anderen Seite oder um die Ecke, wie du es gerade meinst, halt irgendwie zu behandeln. So, ne? Und weil irgendwie die Themen haben wir halt alle, viele davon schon mal irgendwie früher in Songs behandelt. Meint ihr dann auch, dass eine Gefahr bestehen würde, wenn man wieder zu politisch oder zu radikal werden würde, dass dann quasi auch das Projekt oder die Gruppe Neonschwarz darunter leiden könnte in der öffentlichen Wahrnehmung? Das ist damals auf jeden Fall noch nie eingeschränkt. So, ne? Also wir hatten ja irgendwie eine Indizierung, Anzeigen, Strafverfahren, diverse Sachen. Das waren aber auch alle Sachen, die uns immer ein bisschen Promo gebracht haben. Ja. So, das ist ja oft der Effekt halt so. So, wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, uns dazu zu äußern, irgendwie in Interviews zu sitzen, irgendwie die Sachen zu erklären. So. Und ich glaube, viele Leute checken auch, was wir meinen. So. Und ich glaube, die Fanbase sieht das dann auch so. Ne? Also wir haben ja auf dieser Welcome to Hell gespielt. Also das war ja auch nicht negativ dann im Endeffekt. So, ne? Also
wenn, dann hätte es da ja auch negative Auswirkungen geben. Haben vielleicht mal jemand geschrieben, ja, wie seht ihr denn das mit den Autos oder sowas? Hatten wir mal so ein paar Mails vielleicht, aber wenn, dann hätte es da ja schon so negative Ansagen gegeben von den Fans oder sowas, ne? Aber eigentlich. Was war dir denn wichtig auf deinem Album eigentlich? Also ich meine, was war. Also angefangen habe ich, glaube ich, also ich hatte auch, deshalb geht es auch um persönliche Themen bei mir, ne? Es geht nicht nur um Politik, auch wenn das dann vielleicht verflochten ist manchmal, ne? Was hängt ja auch vielleicht zusammen manchmal. Aber ich hatte auch persönlich sehr schwierige Zeit und habe darüber viel geschrieben auch dann. Ne? Es war mir persönlich einfach wichtig, darüber zu schreiben auch so, ne? Oder auch anderen Leuten davon zu berichten, denen es auch scheiße geht oder die mit Depressionen oder sowas zu tun haben, so, ne? Jetzt, genau, mal was nicht politisch ist, zum Beispiel. Ja, du auch da habe ich mir dieses Zitat, das ich so ganz interessant fand, bei mir kommt immer erst die Musik und dann die Politik. Hast du, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Ja, also das würde ich, wenn ich Musik mache, auch sagen, so, dass mir das Musikalische wichtiger ist dann als das Politische, aber natürlich schreibe ich viel darüber, weil es mich privat beschäftigt, so, ne? Worüber soll ich sonst schreiben? Ja. Bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder was war der Ansatz? Bei dem Album jetzt? Ja, bei der Platte. Das bezieht sich halt auch darauf, glaube ich, so ein bisschen, um diesen Vorwurf zu entkräften, wir machen immer nur so Propaganda-Flugblattmusik oder so, ne? So ist es halt nicht. Wir haben auch, bevor wir über politisch waren, schon Rap gemacht, so, ne? Also wir sind erst Rapper und dann sind wir zu einer politischen Message gekommen. Mhm. Ja, da komme ich gleich noch drauf. Ich will erst mal kurz von dir nochmal so deine Zusammenfassung hören. Ja, dass ich schon für mich den Anspruch hatte, ich hatte vorher schon Solo-Album gemacht, da war ich eher auf dem Film, so dieses Ding, so okay, ich bin jetzt, komme aus einer Antifa-Szene und ich mache jetzt den passenden Soundtrack so. So früher bei den Platten, war ein bisschen so. Und dann wurde ich auch zu der Demo eingeladen und konnte da dann meine Songs performen, ist alles gepasst so. Und jetzt aber noch für mich zu sagen, ich als Rapper möchte eine gute Hip-Hop-Platte machen, Punkt, erstmal so, das als Basis. Und natürlich taucht da Politik drin auf, das war für mich die Herangehensweise so. Weil bei Neon Schwarz das Ganze halt einfach nochmal halt wieder musikalisch noch ein Ticken anderes Konzept ist und für mich zu sagen, so ich höre gerne rohen Hip-Hop, so deswegen möchte ich auch ein bisschen mehr in die Richtung so gehen. Das eigentlich eher wirklich eher auf dieser musikalischen Schiene. So. Ist das mal entspannend? Entspannend? Ja. Wenn man es mehr wieder mehr. Also wieder mehr auf die Musik mit, ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch. Ich glaube nämlich diese, also ich versuche mich nur so reinzuversetzen, ich habe mir jetzt ein bisschen alles mögliche durchgelesen und dann lese ich von Indizierung und was ich von Rappern in der oder von auch mal so, du sagst zwar klar, da ist ein Promo-Effekt drin, trotzdem nervt und frustriert jeden Künstler, A, wenn man in eine Schublade gesteckt wird und B, wenn eben irgendwo Türen zugemacht werden. Ja. So, nervt euch das auch? Ja, hatten wir vorhin ja auch schon kurz, ne? Also ein bisschen hat das immer genervt, es war so ein Zwiespalt, halt immer ein bisschen genervt, dass die Hip-Hop-Szene nichts von uns wissen wollte, obwohl wir schon viel größere Konzerte als manche, die mehr Fame hatten als wir, gespielt haben. Aber haben uns ja auch aufgrund dieser Sexismus-Thematik im Hip-Hop, ja, immer ein bisschen, genau, davon distanziert, so. Deshalb war es immer so ein bisschen, eigentlich wollen wir dazugehören, aber eigentlich wollen wir auch nichts mit euch zu tun haben, so. Uns ging es ja auch nicht scheiße, ne? Das meintest du vorhin auch so. Ja. Ich meine, ihr habt ja eure Festival-Slots. Wir haben dann halt irgendwie auch coole Konzerte gehabt und haben hier schon vor langer Zeit das Übung gefährlich ausverkauft in Hamburg oder so. Und deswegen, in dem Sinne war ja alles cool. Nur, dass halt vielleicht manchmal daneben uns eine Punkband stand und nicht eine Hip-Hop-Crew. Das finde ich nämlich einen ganz interessanten Punkt. Gerade wenn man so euren Weg und das alles, was so passiert, und da seid ihr nicht die Einzigen, da gibt es noch ein paar andere Künstler, wenn ich das immer so beobachte, das, was ich eingangs schon mal erwähnt hatte, in diesem klassischen Hip-Hop-Kern und dann in den ganzen Hip-Hop-Medien und 15 Mal eine News zu jedem Album und sowas, alles nie in diesem Turnus drin gesteckt. Mhm. Trotzdem so sein Paralleluniversum dabei geschaffen. Ich frage mich immer, woran das liegt, denn gerade, ich glaube, ich spreche so ein bisschen vor euch beide, sind auch Grund-Hip-Hop-Werte. Ja. Dann sind wir bei schon fast auch bei den abgedroschenen Elementen, aber dann vielleicht auch ein bisschen bei diesen ja, eben diesen Grundwerten von Gleichheit, von Chancen, genau, eigentlich, also ich meine, Freiheit. Wenn man uns in so eine Zeckenberg-Schublade steckt, dann hätte man damals Bands Chemistry, Anarchist Academy und was es damals so gab, auch da reingesteckt. Ne? Ja, wir haben ja nichts anderes gemacht, so, ne, eigentlich. Also für mich war immer Hip-Hop und ich habe auch so was in den 90ern irgendwann angefangen damit, weil immer, dass wir gegen Nazis sind, ist gar keine Frage, so, ne, oder antirassistisch irgendwie. Und ich finde, das hat sich halt so ein kleines bisschen verändert. Vor allen Dingen, wenn man dann, ich bin ja nun mittendrin und spreche mit in alle Richtungen mit den Leuten und merke halt, dass wenn man dann sich mal über Hip-Hop-Werte unterhält, dass man dann fast immer so ein bisschen, also A, wahrscheinlich auch durch meinen grauen Bart, da habe ich ein bisschen angeguckt wie ein alter Mann. Und vor kurzem bin ich mal auf irgendeinem Album auch als zurückgebliebener Real Keeper, glaube ich, gedisst worden. Also
Ich weiß nicht, warum das so ein kleines bisschen so zum Problem geworden ist. Ja, irgendwann wurde es halt, also angeblich, weil dann so dieses ganze Rucksackding und so, was total peinlich ist, so, ne? Also so. Und wir sind jetzt auch nicht welche, die sagen immer die vier Elemente, alles so wie früher und so, das ist auch irgendwie Quatsch oder das ist nichts, was wir jetzt irgendwie ganz groß... Nee, ich glaube, das so, ist auch im Prinzip der Fehler darin, der da drin steckt, ist ja einfach, dass es nur das Gerüst war, an dem sich diese ideellen Werte festgehalten haben, ja, glaube ich. Ja. Aber es waren halt geile Sachen so, ne? Also für mich war dann eher so ein Ding, keine Ahnung, also ganz früher, ich habe hier in der Kleinstadt in der Nähe von Hamburg und Segeberg so Hip-Hop-Jams gemacht mit halt, keine Ahnung, 200 Leuten so, und da gab es halt irgendwie aber 60 Sprüher so, und Captain Gibbs war einer der Künstler, der eingeladen war. Also das war ja schon dieses Real Keeper-Ding, wir machen eine Hip-Hop-Jam und das gehört dazu, dass draußen Graffiti ist und drin wird gebreakt und so, und irgendwie kommen wir daher und ich muss das jetzt nicht so aufrechterhalten, aber das ist ja eine Sache, das ist ja auch so ein bisschen so DIY, man macht das selber und versucht das auf die Beine zu stellen, und diesen Gedanken oder dieses Grundfeeling manchmal auch heute in Veranstaltungen zu haben, finde ich schon, und das habe ich halt gefühlt mehr teilweise jetzt bei so linken Konzerten gehabt, als jetzt bei klassischen Rap-Shows. So, das fand ich eigentlich immer ganz cool, dass sich das so wiedergefunden hat, wenn irgendwie Leute irgendwie in eher selbstverwalteten Räumen was auf die Beine gestellt haben und dann stand da neben einem noch einer Hand, drei Leute haben gemalt oder so. Das fand ich halt schon ganz geil. Das ist nämlich wirklich der Punkt, den ich sehr interessant finde, weil ich auch mich nicht mehr daran erinnern kann, wenn, also auf Rap-Festivals, wird das halt nochmal inszeniert, weil dann ist da die Wall und dann wird eventuell nochmal irgendwie so andere Elemente so, damit man wieder Hip-Hop zusammenbringt oder so. Tatsächlich gelebt wird es auf einer linken Szene, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Ja, das ist leider nicht so. Ja, wahrscheinlich im Fußball-Fantum fast noch mehr als es in der Rap-Szene möglich ist. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie für mich immer so ein kleiner Kampf innerhalb dieser Szene. Glaubt ihr denn aber, dass, ich meine, wir haben da vorhin schon ein kleines bisschen gesprochen, aber sich insgesamt Hip-Hop in Deutschland auf dem richtigen Weg befindet? Große Frage, so. Aber ich kann's ja auch von den Leuten auch nicht erwarten, wenn du halt irgendwie aus irgendwie sozialen Milieu kommst, wo halt irgendwie die Hip-Hop-Elemente halt auch nie Thema waren oder so, da geht's halt um andere Sachen und irgendwie Sachen ticken und keine Ahnung, hast dann ein anderes Leben, wieso sollte ich jetzt von den Leuten auch erwarten, dass ich jetzt die Hip-Hop-Werte hochhalten? Das ist ja auch Quatsch. So. Deswegen finde ich, wenn solange das halt cool gemacht ist so und da nicht Sachen sind, die mir total widersprechen, so, dann finde ich das halt trotzdem cool. So, ne? So, also Entwicklung in den letzten Jahren, das ist auf jeden Fall, wenn man auf dem richtigen Weg sagen will, kann man das glaube ich sagen, weil ich hatte eine Zeit lang das Gefühl vor vielen Jahren, dass es nur noch frauenverachtenden Battle-Kram gab. So, ne? Und jetzt gibt es halt sowas wie Antilopen oder so, die größer sind als viele andere. So, ne? Und also insofern kommt das jedenfalls wieder zurück. Ne? Irgendwann sind halt alle Mütter gefickt. Ne? So, da gibt's halt, man kann sich immer tausendmal das Gleiche erzählen. Das wundert mich auch immer noch, wie das immer wieder funktioniert. Ich meine, es geht nur um das Gleiche, die ganze Zeit, das ganze Album auch so. Also, ich glaube ja, dass das bei manchen Künstlern daran liegt, dass sie mit etwas groß geworden sind und dann auch schwer aus dieser Rolle herauskommen können. Weil jedes Mal, wenn du dann nur als Künstler was gemacht hast, für was du geliebt wirst, und dann fängst du auf einmal an. Also Samy Deluxe ist ein Musterbeispiel, ist einer der größten Rapper, die das Land je hatte, und dann macht er ein Herr Sorge-Album und auf einmal sind alle entsetzt und danach wird er immer darauf damit quasi abgestempelt, und andersrum muss ein Bushido halt auch beim 10. Album immer noch Bushido sein, auch wenn er vielleicht irgendwann Ende 30 ist und vielleicht nicht mehr der 20-jährige Bushido. Und ich glaube, das ist der Grund, warum da so manche vielleicht auch ihren Zwängen. Aber meinst du nicht, Bushido könnte auch jetzt eigentlich andere Sachen sagen und es wäre trotzdem noch cool? Oder würde er seine Fanbase damit? Ja, ich glaube, beim letzten Album war es ja zum Beispiel so, dass er jede Art von Beleidigung an andere Künstler runtergenommen hat. Also es ist ja dann ein sehr... Okay. Das ist nur noch eine Ansage und kein Diss-Album. Was dann die Leute in den Kommentaren als weich... abgenommen haben. Ich glaube, man steckt einfach in der Rolle drin. Ja, okay. Ist die Frage, ob ihr jemals aus den Begriff Second Rapper loswerden würdet. Ja, aber gut, zumindest haben wir das halt durch die, bei den Anfangsfragen so mit Neon Schwarz und so schon ein bisschen zumindest für uns so versucht. Also weil am Anfang war es wirklich nur dieses Ruhe Jugendzentrums Rap so, und dann kam Neon Schwarz und dadurch wurde es zumindest auch auf dieser musikalischen Ebene und wie gehen wir an Songs ran und so, da haben wir uns halt schon entwickelt. Aber da gab es natürlich auch genauso Leute, die dann gesagt haben, oh, das ist wack so, das ist jetzt mit gesungener Hook so und ihr wollt jetzt Kommerz und ihr wollt das Festival und so, dass die Leute kamen, aber auch nur vereinzelt und dann im Endeffekt vielleicht so ein paar weggeblieben, aber es wurden dann im Endeffekt mehr. Aber deswegen, also das würde ich bei uns gar nicht sagen, dass wir die ganze Zeit in dieser einen Schiene geblieben sind. So. Glaubt ihr denn, dass ihr solo diese Slots auch mal erreichen konntet, den Neon Schwarz erreicht hat? Wie wir jetzt auf dem Stand, wenn wir jetzt mit Neon Schwarz im Ohr. Das würde zeitlich auch gar nicht gehen, aber. Ja, das rechne ich einfach gar nicht. Ja. Also, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
das würde ja irgendwie, also genau, wie gesagt, wie schon meine Neon-Schwarz wird, geht auch weiter so, ne? Deswegen, ja, da stecken wir auch viel Energie rein, so. Also, ist für uns, ich glaube, das die oberste Priorität auch Neon-Schwarz, irgendwie, das, ja, ist schon was anderes. Und irgendwie von der, so von der Musik, finde ich, findet das jetzt auch, was unsere beiden Platten, Solo-Platten jetzt auch vielleicht eher in Clubs und so statt. So, Herbsttour. Ja, ja. Sehe ich auch nicht so auf dem Hurricane oder so. Aber wenn Sie fragen, so. Ja, weil ich meine, es ist ja dann schon so eine Mischung aus, wenn man Solo-Alben macht aus einer Gruppe heraus, entweder ist es die Befreiung, und das habt ihr ja schon so ein bisschen beschrieben, das ist so, dass einfach mal das andere sei, also mal wieder ein bisschen dem eigenen Geist so zu folgen, ohne Kompromisse machen zu können. Auf der anderen Seite steht natürlich auch der Erfolg. Und das ist ja dann genau auch bei jedem Künstler die Frage. Den Druck haben wir, also mit dem Erfolg haben wir jetzt nicht so den Megadruck uns gemacht, so, ne? Also so, da haben wir jetzt nicht gesagt, das muss jetzt wie Neon-Schwarz sein, das, nee, das haben wir nicht. Aber auch weil wir noch Neon-Schwarz haben, ne? Hätten wir jetzt vielleicht irgendwie das nicht mehr so, dann wird man vielleicht, wären wir vielleicht ein bisschen enttäuscht. Also, aber ja, nee, den, das ist ja auch nicht Druck so, das sind ja irgendwie zwei Paar Schuhe, so, ne? Das macht ja auch, ist ja auch total cool, mit Neon-Schwarz zusammenzuarbeiten. Das war halt, ist halt beides gut, so, ne? Man braucht ja jetzt mal wieder das vielleicht, aber ist ja nicht ein Verneinen der anderen Sache, wenn man jetzt ein Solo-Album macht. So. Bundestagswahl steht an. Ist es da eure Aufgabe, die Leute politisch darauf hinzuweisen, dass sie gefälligst zur Wahl gehen sollen und die richtige Partei zu wählen haben? Seht ihr da eine Aufgabe für euch? Nee, also unsere Aufgabe sehe ich nicht, aber dadurch, dass wir halt politische Themen drauf haben, kommen wir immer an den Punkt, dass Leute wie zu uns am Merchandise-Stand hingehen und sagen, ey, ich komme aus dem und dem Kaff und durch euch bin ich mit Politik in Berührung gekommen. So, ne? Und klar, das sind dann eher linke Sachen. So. Aber wir haben es nicht als unsere Aufgabe gesehen, den Leuten das so direkt zu vermitteln. Ist ja aktuell durch die AfD schon natürlich so eine Sache, man, um das zu verhindern, dass sie viele Stimmen kriegen, macht es schon dann irgendwie Sinn zu wählen. Das ist für mich immer ein ganz schwieriges Thema. Also, hab jetzt auch nicht so die Partei, die ich halt total abfeiere. Auch inklusive der Frage, ob du wohin gehst oder nicht? Weil es ist ja dann wahrscheinlich, wenn man also inhaltlich von einem bestimmten Punkt kommt, oder dann ist ja selbst das Grundsystem kann ja oft auch in Frage gestellt werden. Und dann genau, deswegen bin auch öfters nicht wählen gegangen, weil ich gesagt habe, so, dass irgendwie so wie es läuft, all die Parteien decken das so ab und es bleibt bestehen. Und wenn ich das grundlegend in Frage stelle, wie Kapitalismus und gewisse Strukturen so auf der Welt, dann kann ich da, es gibt jetzt keine Partei, die ich halt irgendwie, wo ich das Kreuz machen könnte. Aber allein um rechte Parteien zu verhindern, finde ich, ist es wieder ein sehr gutes Argument, wählen zu gehen. Ich würde die Partei wählen, glaube ich, wenn ich wählen gehen würde. Ich glaube, ich bin auch in diesem Konflikt. Ich kann ja nicht da hingehen und Kapitalismus abwählen. Das geht ja nicht. Deshalb muss man da vielleicht mitspielen und dann das geringere Übel wählen. Aber ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe. Aber natürlich machen wir es trotzdem, weil wir so eine Grundmessage verbreiten. So, ne? Ist klar, dass unsere Fans nicht die AfD wählen. Oder so. Aber dadurch, dass es die AfD gibt, so ist es jetzt eine andere Verantwortung. Also ich meine, das war beim letzten Bundestagswahl nicht so die Gefahr, ja, dass die NPD in den Bundestag einzieht. So. Ja. Glaubt ihr denn, dass, das ist schon eine Gefahr, dass es einen 6-Parteien-Bundestag geben wird? Du meinst, ob die AfD einzieht? Ja, und die FDP und die Linken und die Grünen. Fällt mir schwer gerade. Also ich glaube schon, dass die AfD einzieht. Also kommt auch noch darauf an, was passiert. Ne? Noch so ein Anschlag kurz vorher oder sowas könnte auch nochmal bitter werden. So. Aber ich will da jetzt auch keine Hochrechnungen. Ich habe noch einen passenden Song auf Lager, dann werde ich schon kriegen. Hast du noch einen? Achso, ich habe einen, der kommt noch raus, der die AfD als Thema hat. Da wäre nämlich jetzt die letzte Frage gekommen. Eigentlich müsste ja sowas dann auf jeden Fall noch kommen. Aber den hast du jetzt schon. Komm noch. Komm noch. Komm noch. Da wird also von dir dann auch noch eine Aussage. Ja. Genau. Von dir nicht? Mir kommt auch einer, den habe ich vor dem G20 geschrieben. Und, aber jetzt wird er mir sehr stark auf die Ereignisse ausgelegt werden. Aber ganz kurz den Rauch verziehen lassen. Das ist ganz spannend. Ey. Ja. Die Frage ist, ob die Zeit jetzt ausreichend ist. Ja. Mal gucken. Das wird ganz spannend. Kommt bald ein Video. Ja. Ich bin gespannt, warum ist eigentlich bei dir alles zum Kentern und bei dir, du bist auf dem Mond unterwegs, also greifst nach den Sternen. Es klingt nach Depression und Himmelssturm. Ja, mit Depression hat es auf jeden Fall zu tun und auch sich selber so das Loch ins Boot schießen. Ne? Das kann ja natürlich einerseits so bedeuten, dass das so scheiße alles ist. Okay, ich schieße mir lieber ein Loch ins Boot, dann habe ich es hinter mir so. Aber andererseits wollte ich eigentlich zeigen, nur dass es mir selber halt so scheiße ging derzeit. So, ne? Und manchmal man sich Probleme auch selber macht. So, ne? Und deshalb schieße ich mir auch selber das Loch ins Boot und nicht irgendjemand anders. So, ne? Ja. Und du? Also mit den Sternen greifen ist, glaube ich, jetzt nicht so das Ding. Aber ich kann jetzt nicht mit denen
Umstellen. Aber in deinem Mondsong ist es ja auch eher ein Abhauen und so. Genau, genau. Also es ist halt genau der Mond eher so als Bild so auch so eine zynische Blick auf die Menschheit so, eher so auch dieses Entfernen davon. Da gibt es halt so die Parallele zu Gibbs Album. Aber ich habe jetzt nicht so diese persönlichen Punkte, so wie Depressionen oder sowas. Damit habe ich glücklicherweise nicht zu kämpfen, sag ich mal so. Deswegen findet sich diese düstere Seite da auch nicht wieder so. Ja. Und wer von euch hat das bessere Album gemacht? Ja. Marie Curry. Geil, nee, ja, das ist. Also, das steht auch eine Frage. Also, ich finde seins geil, er meint so. Und wir gehen so auf Tour und das ist alles. Supporten uns da. So. Ich glaube, im Dezember seid ihr in Hamburg, ne? Ja. Knust. Ja, ich bin mal gespannt. Also, die Tour ist ja vorher schon so. Ne? Das ist, glaube ich, der letzte Termin dann. Ja. Aber da bin ich mal gespannt drauf. Ich glaube, das möchte ich mir wirklich mal angucken. Vor allem, wie das funktioniert, wenn man es bei Album, ob dann immer ein Song wechselt, einer geht, einer also kommt. Ziemlich, ja, wir Support machen dann Backup jeweils für ja. Ja, okay. Ja, viel Glück spannend. Für die Alben. Dankeschön. Danke. Danke auch. Ich bin gespannt drauf, was daraus passiert und vor allen Dingen auf die Songs danach. Yeah, die Single-Auskopplung. Da kommen die Bomben, die wieder für die Presse sorgen. Da kommt die Promo. Kommen noch zwei. Danke euch. Alles Gute. Ciao. Danke. Ciao. Yeah. Here we go. This here is hip hop. Word up. Stop looking, listen. Backspin.